Seite Fabian Rehse. Nach den Zauberer, könnte nach links rausspielen, zieht aber nach innen. Und dann dieser Pass für Finn Bartels. Zündeten die Störche richtig. Keine zwei Minuten später. Wahl auf Porat. Porat und Rehse legt ihn rein ins rechte Eck zum 2:1 in der 66. Minute. Dessen Flanke klärt Franke genau in den Fuß von Rehse und den schwierigen macht er zum 3:0. Fünftes Saisontor schon durch den Außenmann. Vierter Strafstoß gegen Rostock in dieser Saison. Der dritte, der da. Fabian Rehse mit seinem ersten.